Auch wenn die zahlreichen Geschäfte und Betriebe in Reutlingen derzeit geschlossen haben, ein Spaziergang durch die Innenstadt lohnt sich trotzdem. Denn vom 1. bis zum 27. Mai ist dort die Ausstellung Fotoschaufenster des Vereins Fotoclub Reutlingen e.V. zu sehen. Über 30 Fotografinnen und Fotografen stellen ihre Werke in 20 Betrieben der Achalmstadt aus. Wir von RTF1 haben uns für Sie mit den Künstlern und Unterstützern der Ausstellung getroffen. Wer derzeit aufmerksam durch Reutlingens Innenstadt schlendert, der entdeckt dort in etlichen Schaufenstern unterschiedlichste Fotografien. Unter dem Motto Fotoschaufenster präsentiert der Verein Fotoclub Reutlingen e.V. seine Werke unter anderem in den Fensterflächen des Einzelhandels. Konkret haben wir in der Wilhelmstraße 20 Einzelhandelsgeschäfte bestückt. Wir haben noch zusätzlich 2 durchlaufende Fotoschauen. Einmal beim Elektrohecht und einmal im Bürgerpark an dem Toilettenhäuschen. Berichtet uns die erste Vorsitzende des Fotoclubs, Anna Kiewit, heute Vormittag beim Pressegespräch. Die Idee, die Fotografien nicht wie üblich im Spitalhof auszustellen, sondern in den Schaufenstern der Achalmstadt, stammt von einem Vereinsmitglied. Dann hat man es in die Tat umgesetzt. Ich habe mit Reutlingen aktiv, mit dem Vorsitzenden, mit Herrn Wittel Kontakt aufgenommen. Und Christian Wittel, Unternehmer und Vorsitzender der Interessengemeinschaft RT Aktiv, war, wie auch die Reutlinger Gastro-Initiative, sofort bereit, den Fotoclub beim Ausstellungsprojekt zu unterstützen. Auch der Fotoclub musste ja unter Pandemiezeiten seine ganzen Konzeptionen ändern. Und insofern war es für uns eine schöne Geschichte und eine schöne Geste, natürlich auch einem anderen Verein hier eine Plattform zu bieten. Und diese Plattform haben die Vereinsmitglieder gut und gerne genutzt, berichtet uns Hobby-Reisefotograf Helmut Kober. Also ausstellen tun 32 Clubmitglieder. Jedes Clubmitglied hat 3 Fotografien zur Verfügung gestellt, die dann verteilt jetzt im ganzen Stadtgebiet der Innenstadt zur Ausstellung kommen. Auch Kobers eigene Fotografien können Passanten im Moment in den Fenstern der Achalmstadt entdecken. Die ausgestellten Fotos sind so unterschiedlich wie die Vereinsmitglieder selbst. Ob Pflanzen oder Porträts, hier ist wohl für jeden Betrachter etwas dabei. Und leicht zu finden sind die Bilder auch. Den Plan kann man sich entweder im Internet runterladen oder auch bei dem einen oder anderen Einzelhandelsgeschäft holen, damit man sieht, wer überall unsere Bilder ausstellt. Den Stadtplan mit den Ausstellungsorten finden Interessierte unter www.fotoclub-reutlingen.de. Und wer beim Schaufensterbummel ein Bild kaufen möchte, der darf das gerne kundtun. Sie können sich auf jeden Fall unter der E-Mail-Adresse info@fotoclub-reutlingen.de kurz melden und den Fotografen mitteilen. Bei jeder Ausstellung sind Bilder, Titel dabei mit dem entsprechenden Fotografennamen. Über diese E-Mail-Adresse darf sich übrigens auch gemeldet werden, wenn man Mitglied beim Reutlinger Fotoclub werden möchte. Ob Amateur oder Profifotograf ist hierbei egal. Das ist das ganz Gute bei uns, das ich auch am Anfang sehr zu schätzen gelernt habe. Wir haben von Anfängerfotografen mit Kompaktkameras bis zu absolut hochkarätigen Wettbewerbsfotografen alles vertreten. Noch bis zum 27.05. ist die Ausstellung Fotoschaufenster zu sehen. Und Christian Wittel hat schon anklingen lassen, dass er und die Mitglieder von RT Aktiv sich künftig auch weitere Schaufenster-Fotoausstellungen vorstellen können.